So, haben wir hier noch irgendwas Schönes? Was bist du denn? Was willst du? Hast du irgendwas für mich hier drin? Nee, es ist verschlossen. Seid gegrüßt, Reisender. Ich wünschte, die Umstände würden es erlauben, dass euch die Champions dieser Festung herzlicher willkommen hießen. Ich rede gerade mit einer Wand. Was bereitet euch Sorgen? Die Kriegstrommeln der Goblins haben den Soldaten Tag und Nacht keine Ruhe gelassen. Dieser bösartige Abschaum hat es sogar gewagt, die Festung und den Hafen hier anzugreifen. Und das alles, weil ihr Anführer Svadilfari sich vorgenommen hat, alles Menschliche in den Orobas-Fjorden zu vernichten. Das alles hat also erst vor kurzem angefangen? Ganz genau. Die Goblins waren schon immer ein wilder Haufen, aber sie legten sich nie mit uns an, bis Svadilfari sie schließlich alle vereinte. Der Preis auf seinem Kopf ist nicht geringer als eine Kiste voller Gold. Das höchste Kopfgeld, das die Champions je ausgeschrieben haben. Sein Kopf sieht da vielleicht ungefähr so aus? Beim Göttlichen, ihr habt es geschafft. Wisst ihr denn, was für einen Sieg ihr errungen habt? Nö. Großartige Helden verdienen großartige Belohnungen. Lasst mich daher eure Kiste voller Gold holen. Ups. Ich muss sagen, da habt ihr wirklich Köpfchen bewiesen. Hat doch keiner gesehen, oder? Steigerungsbuch. Oh, ja, das gefällt mir. Schade. Jetzt ist er weg. Na gut. Hat bestimmt nichts Wichtiges gehabt. Na, schade. Brief mit dem Siegel der Champions. Ja, nehme ich mal mit. Brot nehme ich auch mal mit. So, was haben wir hier? Steigerungsbuch hätte ich gern. Verbrecherstatistik. Achso, das habe ich auch noch nicht geschrieben. geschrieben. Ja, geschrieben. Total geschrieben. Ich meine natürlich gelesen. Mensch. Danke. Wow, ich kann genau ein vergeben. Den werde ich auf Stärke setzen. Danke. So, dann hätte ich gern noch das hier. Ich kann eure Sorgen und euren Schlachtendrang nachvollziehen, Aurelius. Allerdings kann ich keinen groß angelegten Angriff gestatten. Ihr wisst genau, dass viele Champions dabei fallen würden und wer weiß, was Svadilfari noch so alles in der Hinterhand hat und gegen uns einsetzen würde. Seine Macht wächst, sie ist jetzt schon zu groß. Dessen bin ich mir bewusst. Ich vermute sogar, dass hier der Schwarze Ring die Finger im Spiel hat. Doch. Sorry. Hui. Doch behaltet das bitte für euch. Es ist schließlich nur eine Vermutung. Wenn die Hungersnot in Flussheim vorbei ist und der, ach ja, Flussheim, genau. Und der neue Orden wieder zur Verfügung steht, können sich die Champions und die Suchenden vielleicht zusammenschließen und gemeinsam die Fjorde von dieser Plage des Rothammer Stammes befreien. Gezeichnet Augustus. Ja, dumm gelaufen. Ich habe denen jetzt geholfen. Ist bestimmt nicht schlimm, oder? Was haben wir hier? Liste der Verbrecher, die in den vergangenen 12 Monaten gefangen oder getötet wurden. Killigan, der Anführer von Alaroth. Aha. Nee, der Entführer von Alaroth. Ach so. Getötet durch Sejanus, der sich wagemutig als Frau verkleidete, sich entführen ließ und dann seinen ursprünglich gewaltlosen Plan ändern musste, als Killigan anfing, ihn ans Bett zu fesseln. Oh. Brigitta, Giftmeuchlerin von Verdistis, hat sich selbst getötet, offenbar unabsichtlich. Tortor, der Karnickelschlechter, gefunden im Gebüsch, wurde offenbar zu Tode geprügelt, war teilweise von blutbesudeltem weißem Fell bedeckt. Ah, das war bestimmt das Killer-Karnickel. Finde ich gut. Ich glaube, ich sollte mich mal um das Killer-Karnickel kümmern. Ich werde zwar wahrscheinlich sterben dadurch, aber pff, macht ja nichts. Oh, ich will da rüber. Mann. Ist hier noch irgendwas? Hallo? Die besten Angebote außerhalb von Alaroth, Drachentöter. Kommt und seht, was ich verkaufe. Ja, zeig mal. Auf der Stelle. Was er noch zu faseln hat, ist mir gerade egal. Ja, möchte ich. Was haben wir hier? Auf jeden Fall hat er Heiltränke. Irgendwelche komischen Dinger. Ja, passt schon. Ciao. Dann gehen wir mal wieder. Hier ist noch ein Buch. Morgans Tagebuch. Oh. Was steht denn da? Ah. Wir nähern uns der Sternsegler. Ich habe die Männer gewarnt, dass es kein geringes Risiko darstellt, dieses Kriegsschiff zu entern, aber ich bin mir sicher, dass wir sie zur Aufgabe zwingen können.
Schon seit 6 Tagen werden wir an Bord der Sternensegler gefangen gehalten und ich bin angenehm überrascht, wie gut sie uns behandeln. Ich hätte erwartet, dass sie uns aufschlitzen und den Fischen zum Fraß vorwerfen, aber es scheint so, als ob wir eine faire Verhandlung bekommen werden. Ich habe mich viele Stunden lang mit Kapitän Hermosa unterhalten und mich häufig in meiner Zelle besucht, so rum. Und ich muss zugeben, dass sie eine faszinierende Frau ist, eine verdammt hübsche dazu. Hermosa hat mir eben verraten, dass sie heute bei der Verhandlung zu meinen Gunsten stimmen werde. Sie glaubt, dass ich mich rehabilitieren könne und ich bin ihr sehr dankbar. Dank meiner neuen Arbeit als Hafenmeister kann ich Hermosa öfter sehen als zuvor und ich hoffe mittlerweile, dass sie in mir mehr sieht als nur einen netten Freund und Kollegen, wenn sie nur wüsste, wie sehr ich sie liebe. Oh, Pech gehabt. Und tschüss. Hätten wir das erledigt? Ein paar Sachen weniger zu tun. Komme ich hier raus? Natürlich nicht. Muss ich halt drüber schwimmen. Ich hätte auch gerne ein Schiff. Dann muss ich mich nicht immer nass machen. Da unten ist ein Schiff. Ist da vielleicht das, was ich suche? Bestimmt nicht. Das ist doch öde. Wieso habe ich das nicht gefunden? Ich hätte mal besser gucken sollen. Ah, genau das habe ich vergessen, was ich eigentlich finden wollte. Mist. Mist, 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 Mist. So. Dann würde ich mich mal gern zu einem Drachen verwandeln. Und nochmal kurz wegen den Zeppelin-Teilen suchen. Da ich mir jetzt grob eine Karte gemacht habe, wo die sind. Und da werde ich jetzt einfach nochmal überprüfen, ob ich schon alles habe. Ich bin gespannt. Nee, es dauert zu lang, wenn ich schwimme. Ich laufe lieber. Na, 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 na. Aber ich bin echt verwirrt, wo dieses komische Boot sein soll mit dem Edelstein. Das ist echt merkwürdig. Naja, gut. Wenn sie meinen, dann ist es wohl so. Hier ist auch kein Boot. Hm. Da unten war es auch nicht. Ist doch doof. Ist voll doof, eh. Verwandlung. Also, wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Laut meiner Karte. Flieg mal ein bisschen schneller. Blockiert mich erstmal ein Baum. Schön, jetzt habe ich mir einen Flügel gebrochen. Also, das erste Zeppelin-Teil haben wir gefunden. Und zwar da vorne bei dem Baum. Bei dem Baum da. So, dann müssten hier 2 sein. Ich weiß natürlich nicht mehr, wie viel ich gefunden habe. Aber das eine Dumme, wo ich ewig nicht hingekommen bin, das habe ich ja gekriegt. Das war irgendwo hier, glaube ich. Und dann war noch hier auf der Seite irgendwo eins. Ich glaube schon, dass ich das habe. So, die 2 hätte ich auch, rein theoretisch. So, dann war das nächste. Irgendwo hier. Hier war eins, glaube ich, das habe ich. Und dann müsste hier noch irgendwo eins sein. Wahrscheinlich war das hier. Oder... ja, das da oder... Da vielleicht? Ja, da ist nichts drin. Die beiden habe ich anscheinend auch schon. Und hier ist nichts drin? Nee, sieht nicht so aus. So, dann hätte ich ja rein theoretisch schon die alle gefunden. Dann würde noch... Irgendwo... Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Irgendwo hier war noch eins. Also wo ich jetzt gerade drauf zuhalte. Irgendwo hier. War ich denn hier schon mal? Habe ich hier denn schon mal gesucht? Hier ist auf jeden Fall kein Nest. Wo ist denn hier überhaupt ein Nest? Hier muss irgendwo... Vielleicht liegt es daran, dass ich es nicht gefunden habe, weil ich das Nest nicht gefunden habe. Nest? Hallo? Hallo? Hier ist kein Nest. Ist auch keins. Komisch. Mal ein bisschen höher hier. Ach, höher geht's gar nicht. Schade. War hier irgendwo ein Nest? Also laut der Karte, die ich mir gezeichnet habe, muss hier das irgendwo gewesen sein. Habe ich das vielleicht übersehen? Nest? Hallo? Nest? 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 Kein Nest?
Das ist ja blöd. Also rein theoretisch müsste es ja in einem Nest sein, weil es heißt ja, dass die Dinger, die Viecher, die alle eingesammelt haben. Hier habe ich ja auch nichts gefunden. Der Lichtschein ist immer noch verkehrt. Und hier? Hatte ich hier irgendwas gefunden? Hier irgendwo? Hallo? Hallo? Ist hier irgendwas? Vielleicht? Ich suche was. Schwierig. Ich guck noch mal kurz. Uch, das war zu weit. Irgendwo hier müsste das gewesen sein, eigentlich. Eigentlich. Irgendwo hier. Vielleicht finde ich es nicht, weil ich es schon gefunden habe. Es wäre eine Theorie, ja, aber... Ich sehe hier auf jeden Fall keine Nester und auch sonst keine Zeppelin-Teile. Hier ist bestimmt auch nichts. Ne. Dann müssten die ja hinten sein, die restlichen. Die sind nämlich dort in diesem... Ja, da, wo so viele Nester sind, wo ich nichts gefunden habe. Da müssten rein theoretisch noch welche sein. Beziehungsweise das letzte. Ich weiß ja nicht, wie viele ich schon gefunden habe. Ist blöd, ey. Voll blöd, ey. Moment. Hier irgendwo sind die. Hier so. Schwierig. Hier habe ich bestimmt eins gefunden, so wie das aussieht. Hier habe ich bestimmt schon mal gelandet und reingeguckt. Ja, sieht so aus. Hier habe ich anscheinend auch schon mal geguckt. Falls da eins drin war. Hier ist keins. Aber irgendwo muss ich es doch übersehen haben. Ich will das ja auch irgendwann mal abgeben, wenn ich schon fast fertig habe. Hallo? Nee? Okay, dann halt nicht. Dann vielleicht hier so? Aber ich kann ja nicht so blind sein und das übersehen, oder? Oder etwa doch? I don't know. Ich sehe nichts. Keine Teile. Ist doch blöd, ey. Tja, dumm gelaufen. Muss ich es halt lassen. Muss ich halt vielleicht nochmal gucken. Oder hier? Nee, sieht auch nicht danach aus. Ich weiß, dass es auf dieser Seite ist, aber ist nichts zu finden. Habe ich hier schon geguckt? Wahrscheinlich. Voll blöd. Gut, dann halt nicht. Mache ich halt was anderes. Habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben. So. Dann wollte ich nochmal in die eine Höhle, wo so ein komisches Kraftfeld war, das mich behindert hat und ich im Endeffekt gar nicht wusste, wozu die Höhle ist. Die war, glaube ich, irgendwo da. War die da? Ich glaube nicht. Jetzt weiß ich nicht mal mehr, wo die Höhle ist. Das ist nicht gut. Ob das die war? Ich guck mal fix. Ich muss ja eh nochmal im Internet gucken, wegen einigen Sachen, die sich mir entziehen vom Verständnis her. Das war's nie, oder? Das war dieses komische, das recht keinen Sinn gemacht hat. Ja, das ist richtig. Das war das Sinnlose. Hier will ich bitte nie wieder rein. Ich sollte mir ein großes rotes Kreuz auf die Tür malen, wenn es gehen würde. Geht leider nicht. Es würde mir persönlich aber sehr helfen. Tja, dann muss ich halt die richtige Höhle finden. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo die war.
Ah. Oh doch, ich glaube, ich weiß doch, wo die war. Ja, ich weiß wieder, wo die war. Ich weiß es doch. Ich habe mir gerade eingebildet, ein Nest zu sehen, aber jetzt ist es irgendwie wieder weg. Gut, dann habe ich es mir nur eingebildet. Tja, schon blöd. Oder vielleicht. Hier war ich ja noch nicht. Vielleicht ist es hier irgendwo. Zumindest ist in denen was drin, weil ich hier noch nicht war. Ist hier vielleicht irgendwie so ein hässliches Dingens? Nicht runterfallen. Ich suche doch nur so ein Kacknest. Mensch. Nest? Nest! Dann halt nicht. Was ich auch nicht verstehe, warum hier so ein Aufgang ist. Na gut, man könnte hier eh nirgendwo hinlaufen. Ja, egal. Gut, dann gehe ich halt zu der Höhle. Jo. Machen wir es so. Die war ja, soweit ich weiß, irgendwo hier. Oder so. Da, glaube ich. Da muss die gewesen sein. Wenn ich mich nicht täusche. Und da wären wir. Jetzt müssen wir nur noch das zerbrochene Siegel zusammensetzen. Oh. See you later, Forscherkollege. Krass. Wer bist du? Hey, ich habe den Eingang in die Gruft gefunden. Konntet ihr die anderen Forscher schon finden? Ihr und Arthur seid hier und ich habe die beiden anderen Siegelteile. Damit sind wir komplett. Wunderbar. Los, lasst uns das Siegel zusammensetzen. Gut. Lasst uns hineingehen. Cool. Ich wusste gar nicht, dass... Okay. Das ist jetzt spontan. Und nun? Folgt ihr mir jetzt oder was ist? Wie jetzt? Ich war noch nicht hier drin. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ich war noch nicht hier drin? Wie das denn? Echt jetzt? Ist ja Wahnsinn. Ich glaube, ich möchte Holger dabei haben. Holger? Erwache, mein Tierchen. Ja, ist ein ganz tolles Tierchen. Geh mal weg. Das hätte ich gern. Das hätte ich gern. Hübsch. Hallo? Hier war ich aber noch nicht drin. Das ist ja... Endlich sind wir drinnen. Zwei sind auf der Suche nach dieser Gruft gestorben. Welche Ironie. Ja. Ich sehe keine Ironie, Arthur. Aber das könnte auch daran liegen, dass diese Gruft verdammt nochmal leer ist. Bei allen Dämonen der Unterwelt. Leer. What's that? Hier. Eine weitere Nachricht. Sie lautet... Ihr Mutigen holt nun tief Luft in dieser gar dunklen Gruft. Vor Wut werdet ihr zwar schwanken, aber ihr sollt Belliger lieber danken. Ihr habt es bemerkt, hier gibt es keinen Schatz, meine Lieben. Aber bedenkt, wenigstens ist euch eure Gesundheit geblieben. Oh, that's really perfect. Ein Imp hätte mich beinahe als Abendessen verputzt. Und das nur wegen einem dämlichen Joke. Belliger, ich hätte es wissen müssen. Ihr kennt ihn? Ich dachte immer, er würde nur in alten Geschichten existieren. Well, I don't know what you think, Franz, but I verschwinde von hier. Ich habe genug von dieser Farce. Ja, ich verschwinde auch gleich hier. Ihr habt recht, Arthur. Ich möchte nach Hause und diese ganze Geschichte einfach nur vergessen. Lebt wohl, Fremder. Hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal unter angenehmeren Umständen wieder.